Hallo liebe Freunde, jetzt mal ein ganz kleiner Einwurf zwischendurch, bevor heute Abend das richtige Video kommt. Ich war heute Mittag bei McDonald's, ich war heute in Bremen, bin danach nach Hause gefahren, mittags wollte ich nochmal schnell was essen. Und bei McDonald's gibt es augenblicklich wieder eine Aktion, nämlich den Big Rösti. Und den liebe ich. Den habe ich mir den geholt und Big Mac dazu. Und nun schaue ich gerade im Internet, wie viele Kalorien hat der eigentlich. Und ich bin vom Glauben abgefallen. Das will ich euch kurz zeigen. Schaut mal mit mir auf den Bildschirm. Ich habe das für euch schon mal aufgerufen. Und nun schaut euch das an. Big Rösti. Und der ist gar nicht, ja, der ist schon jetzt nicht der kleinste Burger, nicht? Aber von der Größe her ist das jetzt nicht so ein riesen Oschi, ja? So, ich scroll jetzt mal runter, wie viel Kalorien der hat, ja? Schaut euch das an. Dieses Monster hat 815 Kalorien. Boah! Also, das war der letzte Big Rösti für lange, lange Zeit, den ich gegessen habe. Das zweite, was einem wirklich erschüttert, ist der Fettanteil. Gut, das wundert mich nicht. Dieser Rösti, der da drauf ist, das ist ein reiner Fettschwamm. Also unglaublich. Ich bin wirklich entsetzt. 815 Kalorien für einen einzigen Big Rösti. Stell dir mal vor, du kaufst, nimmst ein Menü mit einer Pommes dazu, Mayo und einer Cola. Dann bist du bei so einem Gericht bei 1400 Kalorien oder so. Mehr sogar noch, wenn du die große Pommes hast. Irre. Den Big Mac gucken wir uns auch noch mal eben an, wo wir gerade dabei sind. Ich muss allerdings zu sagen, ich habe den Big Mac gar nicht aufgegessen. Den habe ich dann wirklich weggeschmissen zur Hälfte, weil irgendwie ich kann nicht mehr so viel essen. Die Zeiten sind auch vorbei. So, aber schaut euch das mal an. Das ist der Big Mac. Ich scroll mal eben runter und schaut euch das an. 503 Kalorien für diesen kleinen Big Mac. Also ich habe mir dann ich habe die Hälfte oder ein bisschen mehr wie die Hälfte von dem gegessen, also 250, sagen wir 300 Kalorien, dazu die über 800, also da habe ich heute Mittag richtig reingehauen, ganz ehrlich, ich habe nichts gegen McDonald's oder Burger King, aber man muss sich wirklich schon genau angucken, was man da isst. Ich bin erschüttert, aber sowas ähnliches ist mir gestern auch passiert. Mit was anderem und das zeige ich euch heute Abend in dem neuen Video von Gehen statt Stehen. Das kommt pünktlich um 19.30 Uhr. Dieses Video, das gebe ich mal eben schnell zwischendurch mit rein, weil das wollte ich euch einfach zeigen. Guckt euch das an. Big Rösti, sag und schreibe 815 Kalorien. Also sorry Leute, das Ding kann man nur liegen lassen. Oder man ist Hochleistungssportler, aber dann isst man so ein Ding, glaube ich, wahrscheinlich auch nicht. Okay, also bis heute Abend. Freut euch drauf. Tschüss.